Mein Name ist Anja Niefeler, ich bin 18 und ich komme von Bern. Je m'appelle Pamela Fischer, j'ai 23 ans et je viens de Lausanne. Tu peux nous expliquer la chose la plus dure dans ce sport? C'est... La plus dure? Je sais pas, je dirais la technique. C'est dur d'apprendre la technique. Il faut commencer jeune pour avoir des bonnes bases. Il faut bien sentir l'eau. Après, je dirais la respiration, c'est quand même assez compliqué. Wie machen die das so lange unter Wasser? Ja, also wir trainieren das halt recht. Also ja, wir trainieren das mit Schwimmen kombiniert, indem dass wir zum Beispiel 50 Meter schwimmen, zum Beispiel Sprint oder so, und dann müssen wir die Länge nicht tauchen anhängen, sodass es dann wirklich Rekür ist, so, dass nach einer Anstrengung die Luft angehalten wird. Du hast aber auch schon mal einen Schluck Wasser genommen, ja, ja. Im Wettkampf. Ja. Und was macht man denn? Dann muss man die Zähne beißen und es weitermachen. Was haben Sie das Gefühl, euer Olympiatraum? Funktioniert das oder vielleicht ist er noch etwas zu früh? Non, je sais pas. Je pense que ça peut marcher. Pourquoi? Parce qu'on travaille dur. On fait tout pour réussir et c'est dommage de faire tout ce travail pour être si proche du but. Hein. Ja, ich denke, man muss daran glauben. Und wenn man positive Gedanken hat und das denkt, dass man es schafft, wird sicher funktionieren.